Heute darf ich Sie wieder in meiner Küche begrüßen und wir wollen eine kleine Miniserie starten, denn es gibt Lebensmittel, die immer gut zusammenpassen und dazu gehört Kartoffeln und Käse. Heute machen wir eine gefüllte Kartoffel und dazu gibt es einen winterlichen Wirsingsalat. Für die gefüllten Kartoffeln brauchen wir 5 große Kartoffeln, die fast gar gekocht sind, weil die werden ja im Backofen noch einmal nachgegart. Für die Füllung brauchen wir eine Kugel Mozzarella und 100 Gramm einen schönen herzhaften Backkäse. Die Kartoffeln werden jetzt so längs halbiert und dann mit einem Löffel die Füllung ausgestochen bis auf einen Zentimeter Rand. Die ausgehöhlten Hälften habe ich jetzt gerade in eine Auflaufform gelegt und die Füllung zerdrücke ich jetzt mit einer Gabel. Das geht schneller, als wenn man sie presst und wenn da noch so ein Bröckchen Kartoffel drin ist, das stört auch nicht. Den Mozzarella schneiden wir jetzt auch in Würfel und die geben wir dann zu den Kartoffeln dazu und die 100 Gramm Backkäse. Dann kommt noch etwas Pfeffer dazu. Salzen brauchen wir das nicht extra, weil der Backkäse ja eigentlich schon kräftig genug ist. Und unsere Füllung geben wir dann mit 2 Löffeln in die Kartoffeln rein. Die Kartoffeln eignen sich natürlich auch Suppe im Sommer auf den Grill zu legen. Wie Sie jetzt gesehen haben, war das jetzt ein ganz schnelles Rezept. Die Kartoffeln schieben wir jetzt für 20 Minuten bei 180 Grad in den Backofen und lassen die überbacken. Zu den Kartoffeln machen wir heute einen Wirsingsalat. Das ist ja ein ganz tolles Wintergemüse. Viele essen den Wirsing ja nur gegart. Wir machen den heute im Rohzustand. Dazu gibt es Orangen. Die Marinade besteht aus 150 Gramm Joghurt, einem Esslöffel Sahne-Meerrettich, 50 Gramm getrocknete Aprikosen, die wir jetzt gleich noch klein schneiden, 50 Gramm Erdnüsse, 2 Esslöffel Weißweinessig, Salz und Pfeffer. Die Aprikosen werden in kleine Würfelchen geschnitten. Die 50 Gramm Erdnüsse werden leicht zerhackt. Dafür gebe ich sie in einer Tüte und schlage mit dem Rollholz einige Male auf die Tüte. Zuerst die Marinade in meine Schüssel, also den Joghurt, den Sahne-Meerrettich, meine zerhackten Erdnüsse, die getrockneten Aprikosen, 2 Esslöffel Weißweinessig, Salz und Pfeffer. Die Orangen werden jetzt geschält, in Stücke zerteilt und klein geschnitten. Die geschnittenen Orangenstücke gebe ich dann zu der Salatmarinade. Und zum Wirsing befreien wir jetzt erstmal von den äußeren Blättern und teilen ihn in Viertel. Den Strunk lasse ich dran, dann habe ich einen besseren Griff, um den Wirsing zu hobeln. Und dann wird dann der Wirsing abgehobelt, bis so viel noch über. Diese Reste muss man jetzt nicht unbedingt wegwerfen, die kann man noch einmal in der Suppe mit auskochen und kann noch eine leckere Gemüsebrühe mitmachen. Den Wirsing habe ich hier jetzt ganz fein gehobelt und er wird jetzt mit der Marinade gemischt. Wenn der Salat gemischt ist, lässt man noch so eine halbe Stunde stehen, damit die Marinade sich gut verbindet und der Salat etwas weicher wird. Die gefüllte Kartoffel ist jetzt fertig. Sie haben gesehen, es war ein ganz schnelles Rezept. Innerhalb von einer halben Stunde war die Kartoffel gefüllt und gebacken und der bunte Wirsingsalat dazu ist ein sehr schönes winterliches Gericht.